Verifikation des hiesigen Pathologen Dr. Jerry Campbell wird dadurch in keiner Weise in Abrede gestellt. Endgültige Diagnose: Erstens Wirbelverletzung, mehrere beschädigte Wirbel im Nackenbereich. Abrasion der Knochen entspricht heftiger bzw. schneller Gewalteinwirkung. Zweitens Ligaturstrangulation, Abrasion im Nackenbereich. Eindeutige Feststellung aufgrund schwerer Verbrennungen schwierig. Kehlkopfbruch aber beschädigt. Bestätigt. Nicht beschädigt, sondern bestätigt. Schwere Verbrennungen. Extrem starke Verbrennungen am gesamten Körper. Labortechnische Fallanalyse des Brandbeschleunigers wurde eingeleitet. Angesichts fehlender Brandrückstände im Lungengewebe erfolgten die Verbrennungen postmortem. Ich bin kein Mediziner, deswegen sagen wir das die ganzen nix. Hier wie, wo hatten wir das? Wo hatten wir das? Ligatur. Sagt mir gerade gar nichts. Wo waren wir da? Toxikologischer Bericht. Blutalkohol ohne Befund. Blutdrogentest, keine Drogen gefunden. Das ist gut, kein Alkohol und keine Drogen. Da kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen, nehmt keine Drogen und kein Alkohol zu euch. Kifft so viel wie ihr wollt, nein Spaß. Klinikopathologischer Befund. Todesursache war eine schnelle und intensive Gewalteinwirkung auf die Nackenwirbel in Kombination mit einem erhöhten Druck auf den Kehlkopf. Die Verbrennungen wurden dem Opfer erst nach dem Eintreten des Todes zugefügt. Dr. Dana oder Dana Hell Hall Hill. Ja, so, da haben wir das letzte E-Book. Fallnummer bla bla bla, Vorfall. Kennen wir auch schon, Officer. Die gleiche wie beim ersten Bericht. Möglicher Einsatz eines unbekannten Hightech-Sprengstoffs. Details. Bei der Untersuchung des Tatorts stellten Detective Hayward und ich fest, dass das abnorme Ausmaß Schäden angesichts der gefundenen Spuren nicht durch ein normales Feuer oder eines uns bekannten Sprengstoffs erklärt werden kann. Dies gilt auch für den Zustand der geborgenen Leichen, die vor Ort von unseren Forensikern. Aha. Ich habe erst gedacht, wegen dem englischen Wort Foren. Gibt es auch mittlerweile im Deutschen. Ich weiß nicht, ob das im Duden so steht. Forensikern analysierten Rückstände lassen auf einen hochentwickelten Brandbeschleuniger unbekannten Ursprungs schließen. Offenbar sollten Labors, Equipment und Opfer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt werden. Mein Nasen juckt gerade, boah. Schlimm sowas. Dies legt wiederum den Schluss nahe, dass das Feuer gelegt wurde, um sämtliche Beweise zu vernichten. Aber irgendwas stimmt nicht. Die ganze Sache stinkt. Da macht doch mal die Nasen, so wie ich jetzt gerade. Nein. Wir brauchen auf jeden Fall eben das 3er Upgrade. Dann packe ich jetzt einfach mal rein. Passt schon so. Hacken. Ja. Und auf geht's. Wohin müssen wir überhaupt? Da unten hin, ne? Ja. Eieiei, das wird schwer. Wir werden nicht entdeckt anscheinend. Jetzt aber, verdammt. Zugriff verweigert. Verdammt, wir müssen schneller sein. Verdammt, ey. Ah. Verdammt, verdammt, verdammt. Das war so knapp. So. Plöpp. Randale! Los! Gib das System frei! Los! Ey! Oh, da hat er aber Glück gehabt. So, jetzt nochmal. Hacken. Versuche übrig 3. So. Verdammt! Du Sack!
Zugriff verweigert. Verdammt, ey. Oh, eben weiter so lange Randale. Freu dich über den Kaffee. Mann! Scheiß Apartment! Ne, Department, so. Gib her. Ui. Und da hinten drauf werfen. Ey Kollege! Fang! Freu dich! Jetzt müssen wir wieder drauf zugreifen können, ja. Hm. Wie schaffen wir das am besten? Nein, nein. Ah, Mann, schon wieder. Zugriff verweigert. Die sind zu schnell, die sind zu schnell, das schaffe ich so nicht. Müssen wir erstmal eine andere Mission machen, weil wir müssen erstmal upgraden wieder. Der Shit von mir. Ja. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Ja, ne. Ah, das macht aber ordentlich Schaden. Bitte. Das schaffen wir nicht so. Nein, tue ich nicht. Er hat eine Waffe. Freu dich. So, brauche ich wahrscheinlich das hier. Hier drauf, zack. Kommen wir hier hoch, nämlich. Ah, okay. Hacken. Sicherheitsstufe 2, wir sind 3. Okay. Also, ich mal kurz raus. 60%. Ja. Oh, jawohl, perfekt. Perfekt, wir sind im Department drinne und ich hoffe, die bemerken uns jetzt nicht. Ja, mal ein bisschen näher setzen. Heieie, ist das schwer. So, oh, da ist eine Überwachungskamera. Jei. Da ist keiner. Oh Gott. Da ist einer. Brauche ich mal hier kurz meine Waffe. Wie war das? Genau, so. Und tschüss. Hallo? Ist da jemand? Oh, verdammt. Dann ist noch einer. Da ist auch noch einer. Nimmst du auch mal eben raus. So. So. Wir müssen uns jetzt hier dummerweise durchschleichen. Wir dürfen ja nicht entdeckt werden. Da ist was. Credits. Da ist auch noch was. Na, lass mal alles mal drin. Komm schnell ins Inventar. Das ist schon so gut wie voll, nämlich. Hm.